Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farlab Horse Racing Challenge. Und auch heute wird es nochmal zwei Videos geben, denn wir werden in diesem ersten Video ganz normal mit der Story weitermachen und nachher werde ich mal noch ein Video bringen, wo wir uns mal diesen Creation-Modus anschauen, wo man eigene Pferde erstellen kann. Ich weiß aber noch nicht genau, ob man die auch ins Spiel reinholen kann, also ob die dann vielleicht im Story-Mode durch Zufall im Markt erscheinen können oder als gegnerisches Pferd oder als Zuchthengst, wenn man einen Hengst erstellt. Oder ob man die dann vielleicht in den Online-Races oder Quick-Races nur reiten kann. Ich würde mich ja mega darüber freuen, wenn die dann auch im Markt in der Story auftauchen würden. Aber da muss ich mich mal noch drüber schlau machen. Vielleicht weiß es ja auch jemand von euch schon, der da mal geschaut hat. Und ja, ihr seht es schon, ich habe noch ein paar Rennen gemacht und ein bisschen Geld gefarmt. Wir müssen hier unten mal noch wieder einsammeln, was wir so an Geld bekommen haben. Oh, 7000 haben wir bekommen, aber ich habe keinen Platz mehr. Dann verkaufe ich hier einfach mal wieder so ein bisschen was von unserem Futter, ne? So, sell. Davon verkaufe ich auch noch eins. Frag mich nicht, warum, das ist so ein Tick von mir, dass ich auf die 10 runter verkaufe. Habt ihr auch solche Ticks schon mal bei irgendwas? Irgendwie habe ich das ab und an. Oh, und Futter haben wir noch bekommen. Guck mal hier, 32.700 haben wir jetzt quasi schon. Das heißt quasi, wir haben hier. So, und was haben wir gerade hier für Aufgaben noch? Wegen unserer guten Performance in Three Oaks hat man uns zu den Rennen, zu den regionalen Rennen eben eingeladen. Scheint so, dass sie langsam Notiz von uns nehmen. Wir müssen den ersten Platz in Rennen Nummer 1 in Sewell Meadows erreichen. Das machen wir. Ich habe auch meine Pferde mittlerweile schon ganz gut trainiert. Lonesome Pony ist austrainiert. Und ihr seht es schon, ich muss hier die Trainingsmöglichkeiten noch wieder aufwerten, um ich kriege mal die Namen nicht beieinander. Ich vertausche mal die Namen. Sweet Show weiter trainieren zu können. Guck mal, die hat 7-mal den ersten Platz gemacht bislang. Also die ist schon richtig mega gut. Und ich habe noch einen leeren Stall. Und wir haben hier noch neue Pferde zum Kauf. Warte, im Markt glaube ich auch. Sind aber 2 Stuten. Also wenn ich ein Pferd kaufe, dann würde ich mir gerne, wenn dann, ein sehr, sehr gutes kaufen. Oder halt ein Hengst mal, das wäre mega. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal bei den Rennen rein. Ach, guck mal hier. Ja, das können wir auch noch nicht wieder aufwerten, weil mir dafür auch noch die entsprechenden Voraussetzungen für. Deswegen würde ich sagen, reiten wir jetzt das Rennen. Vielleicht schaffen wir es dann ja. Hier ist Sewell Meadows Unlock. Vielleicht schaffen wir es ja dann, Prestige Level 3 zu erreichen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob wir das schon schaffen. So, welches Pferd empfiehlt TJ uns hier fürs Rennen? Sweet Show möchte er gerne im Rennen sehen. Ja, dann machen wir doch mal. So, was bekommen wir für eine Startbox? Was kriegen wir für eine Startbox? Ich bin super neugierig. Bitte, bitte eine niedrige Nummer. 1! Ja, niedriger geht's wohl kaum noch. Startbox 0 gibt's nicht. Ja, geil. Sewell Meadows. Waiting for the start at Sewell Meadows. Sweet Show, the favorite in an interesting lineup. Oh, Sweet Show ist sogar der Favorite, der Favorit. Guck mal, da hinten steht sie. Hier vorne, das Pferd sieht fast genauso aus. So, dann wollen wir noch mal schauen. Oh. Start versaut hier. Ist das von mir ein Cremello? Ja, ne? Sah fast so aus. Kann aber auch sein, er wirkt so ein bisschen cremig durch das Licht und es ist vielleicht ein Schimmel. Nee, ich glaube, das ist aber ein Cremello. Sarcasm Sergeant in 7th spot, 2 lengths behind its Millennial Millionaire. Wir können hier ruhig ab und an mal so einen kleinen Sprint reinhauen. Weil wir haben noch so weit, bis dahin hat sich das locker wieder aufgefüllt.
der Sprint. The race continues with Major Stutter, Amusing Aurora next. The race continues with Sweet Show, Major Stutter in second position. Das passt schon. Amusing Aurora followed by Fever Feeling, hits up and down with Bright Comet. Guck mal, der Schatten, mega. Major Stutter in second place, and then it's Amusing Aurora. Ach ja, guck mal hier. Wir haben einfach mal 1,3 Sekunden Vorsprung. Das sind Welten. Das sind Welten beim Pferderennen. Krass. Mega gut. Guck mal, und da hat sie schon Level 8 erreicht. Ja, wie gesagt, ihr seht, ich bin schon das ein oder andere Rennen geritten, aber ich kann sie halt momentan noch nicht weiter trainieren. So. Ja, wir müssen schon wieder was verkaufen. Das ist ja echt gerade. Vielleicht sollte ich einfach mal mehr von dem Futter verkaufen. Guck mal, davon verkaufen wir jetzt mal 5. Davon verkaufen wir auch noch 2. Gehen wir mal bei jedem auf 8 runter. So. Nu aber. Ein weiteres großartiges Rennen. Du hast wirklich Talent. Mit den Wellen, die wir in der Community mittlerweile schon schlagen. Ja, da würden wir definitiv die Großeltern stolz machen. Was zur Hölle? Bei mir fährt draußen gerade ein Motorrad vorbei, was sich irgendwie dezent komisch anhört. Prestige Level 3! Das gibt nochmal Gold als Belohnung. Jetzt haben wir schon über 39.000. Es ist Wahnsinn. Und wir haben jede Menge neue Quests. Oh mein Gott. Warte mal, dann können wir jetzt aber hier die Trainingsteile aufwerten. Jetzt wird hier erstmal ganz dringend hier Upgrade. Jetzt hauen wir erstmal Geld raus, um alles upgraden zu können. Habt ihr gesehen, jetzt sind gerade da links die Sättel dazugekommen. Guck mal, jetzt können wir es auf jeden Fall schon mal bis Level 7 trainieren. Das ist auch nicht so ganz das, was Sweet Home schon schaffen könnte. Aber immerhin so ein bisschen. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt für Goals? Guck mal, das haben wir schon abgeschlossen. Das ist das Verbessern eben. Ich würde sagen, dass er sagt, dass diese neuen Trainingsmöglichkeiten ihn zu seinen Anfängen bringen, wo er quasi mit dem Rennvirus infiziert worden ist. Und dass er denkt, dass wir seiner Tante dafür danken können. Er sagt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber sie war vor Jahren mal wirklich in der Materie drin. Und sie hat mir schon einige sehr gute Ratschläge gegeben. Das ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen Tipps geben kann. Ein Pferd der Stufe 2 oder höher verkaufen. Breeding Stall to Tier 3. Okay, das machen wir auch. Wie lange dauert das denn jetzt, wenn ich sie jetzt trainieren möchte? Gar nicht. Ich mache erstmal hier der Reihe nach, dass ihr sie so ein bisschen höher bekommt. Guck mal, 60, 58, 61. Das ist schon, die ist schon echt gut. So, müssen wir hier gar nicht warten bei dem Training. Das ist natürlich praktisch. So, was hat sie jetzt? Jetzt ist sie wieder auf dem aktuellen Trainingsmöglichkeiten Maximum. 63, 61, 64. Also die gute, die ist wirklich mega. Die ist richtig gut. Wir bauen unser Storehouse aus. Upgrade now. Und
und unser Income upgraden wir auch noch. So, und es müssten jetzt auch nochmal neue Aufgaben sein. Genau, das war das hier. Was sind denn nochmal City Slickers? Was heißt Ruckus? Ich habe keine Ahnung. Er hat nur gesagt, dass wir irgendwie sehr viele Anfragen aus der Stadt bekommen. Ich weiß aber nicht von wem. Ja, wie gesagt, so ein paar Sachen verstehe ich halt nicht auf Englisch, aber eigentlich alles, was wichtig ist, verstehe ich. So, den Stall sollen wir auch upgraden. Dann können wir nämlich jetzt, haben wir nämlich jetzt eine höhere Chance, auch Stufe 3 Pferde zu züchten. Huch, das war mein Controller. Und jetzt können wir noch, haben wir noch Platz für 2 weitere Pferde. Wie sieht es denn gerade auf dem Markt aus? 2 Stuten. Nee, ich würde dann ganz gerne mal züchten. Und zwar mit Sweet Show, genau. In der Hoffnung auf ein Stufe 3 Pferd. Hä, wie? Ich kann noch kein Stufe 3 Pferd züchten? Ich dachte, das ging jetzt schon mit dem Stall, den ich jetzt habe. Das muss ich nicht verstehen. Guck mal, ist das ein Buckskin mit weißen Beinabzeichen? Ist ja hübsch. Early Breath. Cooler Name. Wir brauchen ein Tier 4. Echt? Okay. Ja gut, dann ist das wohl so. Lass uns mal hier auf die Informationen schauen. Red Hot Smash. Der gefällt mir eigentlich besser von den Werten her. Ich mag das, wenn die generell so ein bisschen mehr Speed haben. Wir sollten schon mit einem Zweierpferd züchten. Ich hätte gesagt, wir nehmen ihn zum Züchten. Und gucken mal, was dabei für ein Fohlen rumkommt. In einer Minute. In der Zwischenzeit machen wir das hier schon mal wieder fertig. Es fängt langsam an, großartig hier. Es fängt langsam aus, an, dass es hier großartig aussieht. I'm sure Megan is going to be better at me about coming down now. Don't know, was sie uns damit sagen will. Also sie sagt, dass sie sich auf jeden Fall unsicher ist. Ich bin mir unsicher, weißt du? Ich denke, es ist. Ich glaube nicht, dass es so sicher für Kinder ist, dass es hier so sicher ist für Kinder. Ach so, ist das ihre Tochter? Die will mitkommen? Das würde Sinn machen. Das würde natürlich Sinn machen. Guck mal, wir müssen uns noch 10 Sekunden gedulden. Dann können wir hier auch weitermachen. Können wir das hier eigentlich schon wieder upgraden? Nee, ne? Nein, das geht auch noch nicht. So, wie sieht unser neues Fohlen aus? Unser neues Pferd. Das ist ja eigentlich direkt ein erwachsenes Pferd. Wieder ein braunes, das gibt's doch nicht. Die sehen bei mir alle gleich aus. Aber es ist diesmal eine etwas dunklere Stute und sie hat eine hübsche Blässe, die gefällt mir. Monday's Dagger. Spirit Snooze. Oh. Special Melody. Special Melody finde ich hübsch. Fabulous Face. Aber ich hätte ganz gerne irgendwie einen anderen Namen. Ich weiß auch nicht warum. Keys Kingdom Sailor's Shirt Vampire Magician. Was nehmen wir denn mal? Ich kann die natürlich hier drüber auch selber benennen. Matching Myth ist auch ein ganz cooler Name, aber ich möchte ganz gerne Wild Peak. Wild Peak finde ich auch hübsch. Ich würde ganz gerne immer Namen nehmen, die eben kommentarfreundlich sind. Das heißt, dann spricht der Kerl das halt eben einfach auch aus, wenn wir sie in einem Rennen starten lassen. Oh, sie ist direkt auf Level 3. Okay. Ist auf jeden Fall ganz hübsch.
Ja, eigentlich müssten wir Lonesome Pony. Ja, wir müssen Lonesome Pony nicht verkaufen, aber wann kommen denn neue Hengste rein? In 15 Minuten. Wir erneuern mal ganz kurz. Fact Companion. Ist auch ja nur ein Stufe 1 Pferd. Was hat denn der? Ist aber auch ganz cool. Komm, wir züchten einfach nochmal. Ich muss ja auch mal noch ein Pferd verkaufen. Wir können auch einmal kostenlos skippen. Es ist ein Hengst. Sie freut sich direkt, unsere Sophie. Lass ihn uns als Zuchthengst nutzen, dass wir züchten können. Ja, cool. Jetzt können wir mit unserem eigenen Hengst züchten. Das ist natürlich nice. Mit zwei Stufe 2 Pferden können wir auch ein Stufe 3 Pferd rausbekommen. Das ist doch mal cool. Wie nennen wir den denn mal? Trophy Trophy, oh Mann. Ace of Trophy wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Den muss ich jetzt ein bisschen hengstiger anhören. Bramble Banana, oh Gott. Innocent, geht Innocent Boy? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Lass es uns mal ausprobieren. Ich glaube, das ist immer gleich. Also es ist egal, ob ich es klein oder groß schreibe. Ich glaube, das ist immer. Das geht nicht. Oh. Bang Baby, oh mein Gott. Das machen wir. Chaos Competition ist auch gut. Hungry Legend eben. Was nehmen wir denn mal? Captain. Wir könnten auch einfach vielleicht nur Captain nennen. Geht das auch? Das versuchen wir mal. Das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn das gehen würde, dass man auch nur einen Namen nimmt. Ja, das geht. Dann ist das jetzt Captain. Set a Stud. Wunderbar, weil dann kann ich nämlich jetzt mit dem auch züchten. Der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Da muss ich nochmal schauen, welches Pferd ich dann verkaufe. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, was machen wir denn jetzt? Mit welchem Pferd gehen wir denn mal ein Rennen? Vielleicht erstmal hier so ein Rookie-Teil. Um reinzukommen mit den neuen Pferden. Erstmal das ganz Leichte vielleicht. Empfiehlt er mir Lonesome Pony. Ich würde aber ganz gerne eins für einen anderen nehmen. Ich nehme mal Wild Peak, weil ich bin mir, wenn wir uns sicher fühlen, dann können wir auf unser Pferd wetten. Halte ein Auge auf die Wetten. Gehen wir auf den, nein, ich gehe nicht auf Sieg, ich sage aber, wir kommen in die Top 3 und darauf verwette ich meinen Arsch. Darauf verwette ich. Ich kann nicht mehr als 300 machen, okay. Dann wette ich 300 Gold darauf, dass ich es schaffe, mit unserem neuen Pferd unter die Top 3 in diesem Rennen zu kommen. Wir haben Startbox Nummer 2. Mal gucken, ob ich damit jetzt ins Klo greife oder ob das gut war, dass ich die Wette gemacht habe. Top, die Wette gilt. We're underway here at Three Oaks. Wild Peak takes the lead. Nervous start there from the favorite. Then as the race moves on, Wild Peak
Sehr schönes Braun, ne? Mir fällt auf, ich gucke überhaupt nicht dahin, was die Pferde gerne laufen. An welcher Stelle, weil ich das ja sowieso im Rennland sehe. Continuing around the track, it's Wild Peak. Just has a margin over King's Question. Virtual Down in 7th place. Next, it's Design Deadline. Still going, it's Pump. Ja, ich denke, dass wir es hinkriegen müssten, oder? Ich hoffe. King's Question. Virtual Down in 7th spot. Putting up a challenge to Design Deadline. Pump Lunge, maintaining the prime spot. Amethyst Chariots in 6th position, just in front of Virtual Down. At the top of the straight, it's Wild Peak. Virtual Down in 7th. 3 lengths behind, it's Design Deadline. Guck mal, da hätte ich auch mehr drauf wetten können, und zwar auf Sieg. Guck mal, haben wir immer noch mal 480 Gold zusätzlich bekommen, weil ich gescheit gewettet habe. Sehr schön. So, Wild Peak müsste damit jetzt direkt noch ein Level aufgestiegen sein. Wunderbar, die ist jetzt schon Level 4. Weil ich will nämlich ganz gerne erstmal jetzt alle Pferde auf ihr momentanes Maximum trainieren, dass ich dann mich entscheiden kann, welches Pferd ich behalte. Gut, das kann ich aber auch eigentlich im Off machen, hätte ich gesagt. Das kann ich eigentlich auch im Off machen. Aber ich finde die beiden so hübsch. Ich finde die so wunderschön. Kann ich mir die, genau, über Options kann ich dann auf das Pferd ranzoomen quasi. Sehr, sehr hübsch. Auch er hier. Wunderschön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde mich jetzt aber für diese Folge erstmal von euch verabschieden. Nachher zeige ich euch dann, wie gesagt, noch, wie das aussieht, wenn man sich ein Pferd selbst erstellen möchte. Und ich gucke mal, ob ich da schon irgendwas rausfinden kann, ob man das Pferd dann auch im Spiel spielen kann in der Story oder ob das nur in den anderen Modi geht. Ich weiß es nämlich jetzt noch nicht. Ich mache mich mal schlau für euch und dann würde ich sagen, hören wir uns nachher nochmal zu einer weiteren Folge. Bis dahin. Tschüss.